Punkt 11 zeigte die Uhr im Flur der Fernmeldevermittlung, als Ende 2006 die Hartberg-Kaserne in Treiser endgültig geschlossen wurde. Die Bunker unter dem Gebäude sind zwar geräumt, aber selbst die leeren Räume machen noch viel von dem Schrecken der Zeit spürbar, als Russen und Amerikaner sich unversöhnlich gegenüberstanden. Hier wurde früher der gesamte Sprechverkehr innerhalb der Kaserne und zu den Militärstäben bewältigt. Die meterhohen Schaltschränke mit ihren klackernden Relais sind aber längst demontiert. Bei einem Atomschlag hätten eine Etage tiefer, hinter dicken Betonmauern, 50 Soldaten das Inferno überleben können. Diese mechanische Lüftermaschine hätten zwei Soldaten mit der Handkurbel unentwegt in Gang halten müssen, und in diesem Raum hätte die eine Hälfte der Soldaten in Doppelstockbetten geschlafen. Wäre die Stahltür am Bunkereingang versperrt gewesen, hätten die Soldaten nur über den schmalen Schacht dieses Notauslasses nach draußen gelangen können. Aber niemand von ihnen hätte gewusst, was sie dort vorgefunden hätten.